So, es geht weiter mit Pokémon im Team Rocket. So, wir sind hier bei dieser Höhle, genau. So, ich werde das ankündigen, und zwar ist es jetzt so, dass es momentan Halbzeit ist zwischen dem Spiel Italien gegen Spanien. Momentan ein sehr spannendes Spiel. Das heißt, ich werde in 15 Minuten ungefähr werde ich Pause machen. Dann werde ich das Spiel fertig anschauen und dann nach dem Spiel werde ich den Part fertig drehen. So werde ich auch ab sofort die nächsten Let's Plays so machen. Weil ich will mir möglichst alle EM-Spiele anschauen. Weil EM und WM sind ja nur alle paar Jahre nur. Und es wäre schade, wenn ich die Spiele nicht anschauen würde. Deswegen, ja, schaue ich sie mir zwischendurch an, während wir hier dieses Let's Play haben. So, Pidgeotto, ja, können wir gleichzeitig unser Kiffer trainieren. Aber wenn es so weitergeht mit Sound Attack, dann dauert es noch ein bisschen. Ja, Quick Attack, zieht zum Glück nicht so viel ab. Ich glaube eher, das Gift wird Tauboga killen. Ja, ich glaube eher, na, doch nicht. Okay, dann hat Kiffer es doch noch geschafft. Jetzt müssen wir aber zurück nach, wie auch immer, City, Saffronia City, oder wie auch immer. Und, dann schauen wir uns mal die Arena an. Prime Ape. Naja, gut, jetzt habe ich keine Lust zu kämpfen. Tut mir leid, Razaf. Ich wollte mal schauen, was da links war, aber es taucht ja schon wieder ein Pidgeotto auf. Seufz. Ich mag keinen Pidgeotto. Mögt ihr Pidgeotto? Na ja, gut. Ich mag es eigentlich schon, aber wild eher nicht so. Das gibt's doch nicht. Das waren jetzt drei Schritte. Giflor. Wille Plume. Ja komm, keine Lust zu kämpfen. Tschüss. So. Kann sein, dass ihr meine Tastatur hört. Ich habe den Ping gerade vorhin auf hoch gesetzt. Jetzt will ich mal ein bisschen umstellen, das Ganze. Okay, so müsste es jetzt passen. Bist denn du für einer? Lass mich durch. Sorry, I can't let you in, kids. Sorry, ich darf dich nicht reinlassen, Junge. Junge, was bist du für einer? The town is on lockdown. Na gut, was machen wir denn jetzt? Erstmal Pokémon heilen, ist klar. Die Stadt können wir uns ja nicht so komplett anschauen, weil hier die meisten Gebäude gesperrt sind durch Polizisten. Das heißt, wir müssen zuerst was machen, damit die Polizisten weg sind. Ähnlich wie in Saffronia City im Originalen. Das sind ja Staatspolizisten Rockets davor. Das ist das Karate-Dojo. Und die richtige Arena, die muss hier auch noch sein irgendwo. Die ist hier, aber momentan steht da ein Cop da vorne. Wir waren hier noch nicht, da ist eine Höhle. In dieser Höhle waren wir ja noch nicht. Schauen wir mal nach, wo es hingeht. Und was für Pokémon es vor alledem hier gibt. Mal schauen, was bist du denn für ein Pokémon? Ein Macholo, ein Kampf-Pokémon. Level, ja, das Level ist ganz so okay eigentlich für unser Niveau. Nur Level 28. Wenn man in der anderen Höhle sieht, die haben Level 36 gehabt. Da ist dieses Level deutlich angenehmer. Darin zu bekämpfen, so. Gut, was machen wir denn jetzt? Wir müssen unser Ultra-Gaga trainieren. Ich habe immer noch nachgeschaut, wann es Rasierblatt lernt. Aber ich schätze, so in ein paar Leveln wird es schon sein. Was ist denn da? Ist das ein Polizist gerade gewesen? Egal, Parasek. Oh. Na gut, das Level ist zum Glück nicht so hoch. Das können wir leicht killen. Sogar mit Ultra-Gaga wollen wir es versuchen. Ja, komm. Mit dieser Wickeltaktik können wir jedes Pokémon killen. Selbst wenn es ein Mewtwo Level 70 ist, na gut, bei Mewtwo Level 70 mit unserem Ultra Guy erst da anzutreten, das würde da eher nur K.O. gehen. Oh nein. Okay, ja, es scheint, als hätte Parasek irgendwas dagegen getan. Was es war, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat es Stachelspore eingesetzt und irgendeine Angriffsattacke. Ich schätze mal, das war Schlitzer.
und hat unser Pokémon geschwächt. Unser Ultrigaria. Das heißt, wir müssen jetzt mit Vulcano hier. Scheiße, ich wollte Gember einsetzen, aber ich habe mich mal wieder vertippt. Wie soll es auch anders sein? Jetzt setzt zum Glück nur Blutsaug ein. Ich habe gerade gespeedet, weil die Attacke müssen wir uns nicht anschauen. Das ist ja eher nur eine Verzögerung. Okay, Parsec fails. Und Rex erreicht Level 33. Lernst du eine neue Attacke? Nee, leider nicht. Was für eine Höhle ist denn das im Originalen? Ich glaube, das müsste der Felstunnel sein, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Und hier ist schon mal ein stärkeres Pokémon, ein Georock Level 33. Nee, 30, sorry, nur 30. Und da fällt mir jetzt ein, wir brauchen ein Wasser-Pokémon langsam. Unser Pokémon, das wir mit der Angel kriegen können. Das Problem ist, wir haben noch keine Angel. Okay, er killt sich selber, kann man auch machen. Selbstdestruct, also Finale. Hier könnte man auch sehr gut trainieren eigentlich. Und wenn wir schon darüber reden, Kiffer erreicht Level 35. Ist damit das stärkste Pokémon von uns bis jetzt. So, gibt es hier versteckte Items vielleicht? Nein, nur ein wildes Dicta. Okay, gibt es normalerweise im Dicta-Tunnel. Dann müsste das eigentlich die Dicta-Tunnel sein. Auch wenn Dictas, man überall Dictas hinspawnen könnte. Ich habe ja selber schon mal versucht, einen Hack zu machen. Und da kann man ja die Pokémon überall hinsetzen, wo man sie möchte. Da kann man zum Beispiel überall so verändern, dass ein wildes Mewtwo auftaucht oder so zum Beispiel. Das muss daher nichts heißen. Okay, hier ist ein Item. In welcher Höhle findet man hier an so einer Stelle ein Item? Ein HP ab, also ein AP plus. Ich riskier's mal im Kampf gegen den. Oh, die Höhle scheint sehr groß zu sein. Die suchen nach Team Rocket, sagt er. Okay, ein Polizist mit einem R auf der Brust. Und der jagt Team Rocket. Das mag doch schon mal was heißen, oder? Tentoxa. Ein Wasser-Pokémon. Ich glaube, da müssen wir Rex einsetzen, auch wenn Wasser gegen Feuer stark ist. Ich setze Rex aus dem Grund ein, weil Rex Schaufler kann und Boden ist gegen Gift sehr effektiv. Denn Tentoxa ist ja ein Gift-Wasser-Pokémon. Daher wäre eine Erzattacke sehr effektiv oder eine Bodenattacke. Poison String. So, wenn es nochmal Aquakanal kommt, ist rechts down. Hat es zum Glück noch geschafft. Ich bin stolz auf dich, Junge. Good game, gut gespielt. So, wollen wir die Höhle ganz sofort oh Gott, die Höhle ist riesig. Haben wir ein Fluchtseil dabei? Nein, wir haben einen Schaufler. Stimmt, wir haben einen Schaufler. Wir müssen uns da keine Sorgen machen, wenn wir mal rausholen. Aber wir müssen uns Sorgen machen, dass unser Ultrigeier down geht. Ich hole mal unser Dragonier raus. Wir müssen es ja trainieren. Dragonier braucht mehr Erfahrungspunkte als alle anderen unser Pokémon. So, ich probiere es wieder mit der Wickeltaktik. Thunder Wave. Und dann noch die Rap-Taktik. Dann tut unser Alduin wieder rappen. Das kannst du ja so gut. Ne? Verdammt. Aber wenn man X-Treffer einsetzt, dann müsste Wickel eigentlich immer treffen. Und dann wäre die Taktik wirklich perfekt. Die perfekte Pokémon-Taktik. Wir patrouillieren hier, willst du uns helfen? Nee, danke. Okay, was will denn der Bulle hier mit seinem Elektroball? Elektroball? Elektroball. Hoffentlich setzt es selbst das Wirkt ein. Ich hole aber vorsichtsweise mal Kiffer raus. Den Kiffer hat sehr viele KP. Und müsste ein Finale, falls der kommen würde, locker überleben können. Jetzt senkt er unsere Verteidigung, das heißt. Finale ist stärker gegen Kiffer. Okay, das wird Kiffer nicht überleben. Na gut, Kiffer hat eine hohe Verteidigung, habe ich völlig vergessen.
So, was kommt jetzt? Rihorn. Scheiße, wir brauchen ein Wasserpflanzen-Pokémon. Wir haben ja ein Pflanzen-Pokémon, aber es kann keine Pflanzenattacke. Ich muss echt nachschauen, wann Ultrigaria Rasierblatt lernt. Ich glaube, das werde ich gleich machen. Oder wenn Halbzeit, wenn das Spiel läuft oder so. Was auch gleich passieren wird. In 5 Minuten mache ich, oder sag mal, 3 Minuten mache ich Pause und dann schaue ich das Spiel weiter an. Ich frage mich, wer gewinnen wird. Ich habe für Spanien getippt, 2:1. Aber momentan sieht es nicht so gut aus. Momentan steht es nur 0:0. Ist aber ein richtig spannendes Spiel, muss ich sagen. Momentan eins, ja, ich würde sagen, eins der besten. Das Beste war immer noch das Eröffnungsspiel, da wo Polen gegen Griechenland gespielt hat. Das war auch recht dramatisch, sage ich mal. Vor allem 2 rote Karten, das sieht man nicht selten in einem Spiel. Sieht man nicht häufig in einem Spiel, das würde ich sagen. So, paralysieren wir das erste Mal. Golbat ist sehr schnell, deswegen ist es klug, wenn wir es paralysieren. Scheiße, ich mag keinen Konfu-Strahl. Rappen. Natürlich wird es jetzt selbst verletzen, natürlich, wie soll es auch anders sein? Und jetzt wird es gebissen, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und schon wieder selbst verletzen. Alle meine Pokémon sind Emos. Okay, das sieht nicht mehr so gut aus. Ich glaube, wir werden diesen Kampf verlieren, wenn wir kein Glück haben. Ah, diesmal hatten wir Glück. Aber es muss nichts heißen, dass wir diesen Kampf auch gewinnen. Ah, jetzt hat man auch mal Glück. Aber es muss auch nichts heißen, dass wir diesen Kampf gewinnen. Zum Glück nur Ultraschall, Superschall. Wenn es jetzt trifft, dann haben wir Glück. Ja. Selbst verletzen, wie immer. Wie oft haben sich unsere Pokémon in diesem Let's Play schon selbst verletzt? Und wie viel Mal haben sie sich nicht selbst verletzt? Ihr könnt ja nachsehen, wenn ihr Lust habt. So. Ultrigaria hat dieses Golbat doch knapp besiegt. Und Acid. Acid ist Säure. Aber ist eine ganz gute Attacke, vor allem bei Ultrigaria ein Gift-Pokémon ist, da ist Step drauf, deswegen vergesse ich mal Poison Powder. Weil Wickel brauchen wir noch für die Rap-Taktik. Oh, und wir haben diesen Polizisten auch knapp geschlagen. Ich dachte schon, der hat noch ein Pokémon, aber gut, seht euch mal unsere Pokémon wieder an. Wir haben schon wieder einen Kampf knapp gewonnen. Aber jetzt wollen wir es nicht übertreiben. Nichts wie raus aus dieser Höhle. So, dann heile ich schnell die Pokémon und dann mache ich Pause. Da sehen wir uns gleich wieder, nach dem Spiel halt, ne? Dann sehen wir uns nach dem Spiel wieder. Bis dann, servus. So, hier bin ich wieder. Das Spiel ist vorbei. 1:1, das Ergebnis. Boah, das war vielleicht ein Hammer-Spiel. Erst schoss Italien Tor und dann 3 Minuten später schoss Spanien den Ausgleich. Boah, und das... Und dann die Spannung war dann bis zum Ende des Spiels noch drin. Also das war echt, ich muss sagen, das spannendste Spiel bis jetzt. Sogar noch spannender ist das erste Spiel, wo Polen gegen Ding gespielt hat, gegen Griechenland. Aber jetzt zurück zum Spiel, wir sind hier immer noch in dieser, ja gut, wir sind jetzt wieder in die Höhle drin. Und ich probiere mal, vielleicht schafft Ultrigaria es ja mit seiner neuen Säureattacke. Da ist auch Step drauf und Säure ist auch keine schlechte Attacke. Jedenfalls für Ultrigaria. Ich habe auch nachgeschaut, wann Ultrigaria die Attacke Rasierblatt lernt. Und zwar, er lernt das Rasierblatt mit Level 36 oder 37. So genau weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr spät eigentlich. Ich hätte es eigentlich früher geschätzt. Na gut, dann müssen wir eben mit der Acid-Attacke ein bisschen rumexperimentieren. Na gut, ja. Hoffentlich schafft Wibblenbell das. Das wäre sehr gut eigentlich. Gebe viele Erfahrungspunkte wiederum. Am liebsten würde ich jetzt die Level mit von Ultrigaria mit Smogmoth tauschen, denn Smogmoth hat ja Level 35. Das heißt, ja, wir müssen unsere Ultrigaria noch stärker trainieren. Das heißt, ich werde jetzt die ganzen... Na gut, gegen Georok lasse ich es mal sein, weil Georok mit Ultrigaria zu killen, das ist sehr schwer, wenn es keine Pflanzenattacke kann. Außerdem kann Georok Finale und ja, das will ich nicht riskieren, dass Ultrigaria dabei drauf geht. So, hier ist nochmal ein Dick da.
Ja, wir haben vorhin gesehen, der Schaufler war sehr stark gegen unsere Ultrigarier. Das heißt, wenn Dick da Schaufler einsetzen wird, werde ich es wechseln. Aber erst einmal lassen wir es einschläfern. Und dann tun wir es rappen. Rap, rap, rap. Okay. Kann es sein, dass Verb gar nicht stärker war als Säure? Ich weiß es gar nicht. Gierock schon wieder, das lasse ich wieder sein. Tschüss. So. Hier ist wieder dieser Eingang zum Dingsbums. Zubat. Na gut, Zubat kann Blutsauger. Das wäre sehr effektiv gegen Ultrigarier, obwohl es eigentlich im Normal nicht sehr normal wäre. Also normal stark. Aber das hier ist die erste Generation. Das sind die Typenverteilungen etwas anders als bei anderen Pokémon-Spielen. So, ich lasse es jetzt rappen, bis Zubat drauf geht. Machen wir es mal so. Ich wollte es eigentlich nur dieses eine Mal machen. Aber ja, wenn es das Zubat killen kann, dann passt es ja. So, wir haben noch keinen Spitznamen für Ultrigarier. Wie wollen wir es denn nennen? Dicke Lippe hat es ja. Ultrigarier hat ja eine dicke Lippe. Wollen wir vielleicht einen Spitznamen drauf machen, weil es eine dicke Lippe hat? Ich weiß nicht. Na naja, gut, später wird es ja unser Sansenia sein. Oh Gott, gegen Kleinstein lasse ich wieder sein. Dann können wir es vielleicht anders nennen. Mal schauen, vielleicht fällt uns noch ein guter Spitzname ein. Wild Zubat Apparat. Ja, probieren wir es nochmal mit unserem Ultrigarier. Wickel. Wickel. Attacke continues, Wickel. So, das machen wir jetzt die ganze Zeit. Und tschüss. Wir müssen es nicht mal paralysieren, weil Ultrigarier eh schon schneller ist als das Zubat, was mich sehr wundert. Normalerweise ist es in der Flug-Pokémon immer schneller ist. Normal als andere Pokémon. Naja, sollen wir rechts rein? Es geht ja teil daneben und Supersonic aber auch. Okay, das war jetzt wieder ein bisschen Glück. So, und jetzt geht's wieder los, das Gewickel. Jetzt wird gerappt. Can't move. Whipping Burst Attack Continues. Whipping Burst Attack Continues. Und Zubat fainted. Okay. So, ich glaube, hier waren wir ungefähr an der Stelle. Genau, gegen den haben wir noch nicht angetreten oder wie auch immer. He heard Team Rockets. May come sort here. Ich habe gehört, Team Rocket kommt her. Hast du sie gesehen? Ja, sie stehen direkt vor dir. Aber ich meine, du bist Team Rocket. Oh Gott, Dickdrie. Nein! Ich mache mal kurz Stopp. So. Okay, was machen wir gegen Dickdrie? Ist mir zu heftig, jetzt gegen das Dickdrie anzukämpfen. Ich wechsle lieber zu Alduin Junior, Smogmog wäre ein bisschen riskant, weil wenn Schaufler kommt, dann wäre die Taktik sehr effektiv. Donnerwelle funktioniert nicht, Elektro gegen Boden ist wirkungslos, unsere Rap-Taktik funktioniert daher wahrscheinlich auch nicht. Und Dickdrie ist auch schneller als Alduin Junior, also können wir das gleich vergessen mit zu rappen. Das heißt, wir müssen etwas anderes machen. Ich probiere es mal mit Leer. Vielleicht können wir irgendwie die Verteidigung ein bisschen runtersenken. So, ich probiere es noch ein paar Mal. Dixie scheint nicht angreifen zu wollen. Soll mir recht sein. Oh, verdammt, jetzt greift es an. Okay, haben wir irgendwas, um den Schaufel abzuwehren? Rex? Nein, nee, Rex wäre falsch. Schwebling Bell. Auch, also wir sind total anfällig gegenüber Boden-Pokémon, fällt mir jetzt auf. Deswegen wollte ich ja einen Pflanzen-Pokémon haben, wie Ultrigarier, aber Ultrigarier hat noch keine Pflanzenattacke. So, jetzt müsste der Wickel ein bisschen mehr abziehen, weil wir ja Silberblick verwendet haben. Ah, und jetzt kommen nochmal Schaufler. Haben wir irgendein X-Item, damit wir unseren Angriff nicht verschwenden? Nein, haben wir leider nicht. Warum hat überhaupt ein Polizist einen Dickdrie? Und das war ein Volltreffer, war ja klar. Okay, jetzt müssen wir leider Kiffer einsetzen. Auch wenn es sehr anfällig gegen Schaufel ist. Boah, jetzt kommt zum Glück nur ein Kratzer. Jetzt hatten wir Schwein gehabt.
Und der Tackle schafft's noch. Oh, meine Güte. Okay, was kommt jetzt? Gravelier. Oh Gott. Das ist Sandan? Kann das sein? Nee, Sandan heißt der Sandschief. Gravelier. Oh, nee. Nicht Georg. Nicht Georg. Fuck, erstmal. Ach so, ja, unsere Ex kann der Schaufel. Hab ich ganz vergessen. So, und jetzt setzt. Setz halt Selbstdestruct ein. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nicht Selbstdestruct. Ist immer dasselbe. Wenn ich sage nicht, dann kommt es. Und jetzt geht's auch noch drauf. Ist bestimmt voll. Na, doch nicht. Okay. Hab nur Glück gehabt. Well, play it soon. I will play it soon heißt es, sorry. Hier ist ein Geodude. Geodude. Feinstein. Und die Blinkberg hat immer noch keinen Rasierplatz. Das ärgert mich jetzt sehr. Hoffentlich finden wir gleich. Hoffentlich finden wir den Ausgang. Wo geht's denn hier lang? Okay. Wo wir sind, kann ich nicht sagen. Sichlor. 31. Ja, also ich schaue mal auf die Karte, wo wir jetzt sind. Item Town Map. Wir sind jetzt hier unten, also da, wo eigentlich diese Wasserroute zum Relaxo hinführt. Bloß ein bisschen weiter unten sind wir. Interessant. Hoffentlich sind. Oh yeah. Ich habe gerade sagen wollen, hoffentlich sind hier keine Trainer. Und schon wieder dasselbe Spielchen. Na. Gott verdammt, geht mir das auf den Nerv. Na gut, ich probiere es mit Kiffer. Vielleicht schafft Kiffer das ja. Vielleicht aber auch nicht. I'm taller than you. I'm sword. Was heißt sword? Keine Ahnung, irgendeine Vergangenheitsform. Ich war im Englisch nicht besonders der Beste. Hatte ich immer nur ein 3er. Besonders Vergangenheitsform konnte ich nie. Oh Gott, der 32er. Na gut, aber Kiffer hat 35, das ist ein bisschen, ja, das müsste Kiffer irgendwie schaffen, wenn wir Glück haben. Hoffentlich kommt kein Pokémon, das... Nein, ich sag's nicht, sonst kommt wieder das, was ich befürchte. Ich sag jetzt nichts. Es kommt. Hoffentlich kommt kein Pokémon, wo Kiffer nichts dagegen machen kann und Smogmog ist eins von diesen Pokémon. So. Hoffentlich kommt jetzt kein kein Komprimator, jetzt habe ich es eh schon gesagt. Na gut, Gift Pokémon kannst du nicht vergiften. Und du sagst, du bist Sword. Ich vermute mal, das heißt schlau. Ich bin mir aber nicht sicher. Na gut, zum Glück kommt kein Komprimator. Das wäre jetzt sehr scheiße, wenn jetzt Komprimator kommen würde. Zum Glück greift er nur mit Poison Gas und allen solchen Attacken an, die vergiften wollen. Obwohl sie nichts bringen. Gegen Smogmog. So, wieder 1000 Erfahrungspunkte. Mr. Mime, das ist Pantimos, das weiß ich ganz genau. Was haben wir denn gegen Pantimos? Ich probiere es mit Webbling Bell, auch wenn Psycho-Attacken sehr stark sind gegen Gift-Pokémon. Ich lasse es mal einschläfern. Boah, zum Glück nur Lichtschild. Schild gegen Spezialattacken, ja, das ist ein bisschen unnötig eigentlich, weil wir greifen eh mit. Es wacht sofort auf. Weil wir greifen eben entwickelt haben, daher war sein Like-Screen völlig um. Ich wollte Stachelspore einsetzen, aber jetzt kommt bei ihr seine Verteidigung. Na gut, ich versuche jetzt wieder zu paralysieren. Moment, zack. Double Slap, das ist Duplex-Hieb. Ich hatte schon befürchtet, jetzt kommt eine Psycho-Attacke wie Konfusion oder Psychokinese. Hatten wir aber Glück, dass die Attacke nicht kam. Gut, jetzt kommt Rap. Denn jetzt sind wir immer schneller als dieses Pantimos. Blöde ist, wenn das gegnerische Pokémon eine Stausveränderung hat, dann sieht man nicht das Level von dem Gegner. Das ist in der zweiten Generation auch, glaube ich, noch vorhanden, in der dritten nicht mehr. Das ist auch echt ein bisschen, ja, blöde eigentlich, dass die Stausveränderung die Levelanzeige verdecken. Aber naja, kann man nichts machen. Das waren halt die ersten Anfänge von Pokémon, da kann man nicht darüber meckern. Die ersten Pokémon-Spiele waren ja auch nicht so besonders modern wie die heutigen Pokémon-Spiele. Außerdem war es damals höchst modern, damals, wo man noch alle Pokémon fangen konnte. Das war ein riesen Highlight für alle jungen Kerle, die Pokémon fangen möchten, wie dieser Joster.
done? How did you manage to do that? Boah, ich glaube, ich weiß, auf welche Route wir sind. Ich glaube, wir sind auf diese Route, wo es zum Relaxo geht, von Orania City zum Relaxo. Dann müsste das jetzt ein... Ja, genau, wir sind hier auf der Route, wo es zum Relaxo geht. Das erkenne ich daran, weil die Träne so angeordnet sind. Und ich schon 1 Million Mal Pokémon Rot, Blau und Yellow durchgespielt habe. Und ich sowas halt dann weiß. Okay, Sansenia. Die Attacke wird nicht sehr effektiv sein. Ja, natürlich. Erste Generation, nicht sehr effektiv. Normalerweise wäre es normal stark. Aber naja, kann man nichts machen. So, Sansenia hätten wir fast gekillt. Am liebsten würde ich es gerne mit meinem Ultrigaria tauschen, diese Pokémon. Wobei, das, dann kann es ja später kein Resilblatt. Dieses Sansenia konnte wahrscheinlich kein Resilblatt. Weil es sich so früh entwickelt hat. Na Kinder, was lernen wir daraus? Entwickelt eure Pokémon erst mit Steinen, wenn es gute Attacken kann. So, gegen Magneton können wir Rex einsetzen. Auch wenn es nicht vom Typ Stahl ist, reicht die Elektroschwäche auch noch gegen Schaufel aus. So, Subasonic. Und ein sehr effektiver Dick auf Magneton. Was ich hier eigentlich ins Team haben wollte, aber ich will es jetzt doch nicht mehr ins Team haben, weil Magneton nicht so besonders stark ist in dieser Edition. Außerdem hatten wir Magneton schon mal im Team, und zwar in der Saphir-Edition. Okay. Hier ist noch ein Trainer. Ja, das scheint echt die Ruhe zu sein, wo es zum Relaxo geht. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Think you're smarter than me? Yep. Was auch immer smart heißt, weiß ich nicht. Okay, Mechaniker, die gibt es nur auf diese Route, wo es zum Relaxo geht. Jetzt bin ich mir 100%ig sicher, dass es die Route von Orania City nach zum Relaxo ist. Das heißt, die nächste Stadt wird wahrscheinlich Orania City sein, und Sludge ist sehr effektiv. Gift gegen Pflanze. Ne, können wir alle Gift schadet Pflanzen. Wenn man so mit so einem Gift auf so Pflanzen sprüht, dann wägen die ein. Ne? Ist also völlig logisch, dass Gift gegen Pflanze sehr effektiv ist. So, und Kokowai hätten wir, auch wenn es ein Psycho-Pokémon war, haben wir es gut mit unserem Gift-Pokémon schlagen können. Was kommt das? Was ist das jetzt? Weil Plume. Oh ne, Giflor. Na gut, wir müssen jetzt leider viel mit unserem Smogmog kämpfen, weil es momentan unser einziges Pokémon ist, das mithalten kann gegen die anderen. Und zum Glück geht Schlafbruder daneben. Das war jetzt was. Wenn die Attacke getroffen hätte, dann. Das wäre dann. Ja gut, und das kann er ganz gleich vergessen. Mit Giftbruder kann er unseren Käfer nicht vergiften. Denn unser Käfer ist schon vergiftet. Auch wenn man es nicht glauben mag. Gift-Pokémon sind immer vergiftet. Und Magneton. Ja komm, können wir es ruhig riskieren jetzt. Normalerweise funktioniert das nicht, denn Gift-Pokémon können keine Stahl-Pokémon angreifen mit Giftattacken. Bei Stahl kann man ja nicht vergiften, ne? Wenn du eine Batterie oder so. Ne, eine Batterie ist ein schlechtes Beispiel. Wenn du eine Schraube oder so an mit Gift übersprühst, dann schadet es der Schraube überhaupt nicht. Na gut, vielleicht ätzt es ein bisschen durch, aber es kommt auf das Gift an eher. So, habe genug davon. Käfer erreicht Level 37, hat schon ein richtig geiles Level. Ich glaube, wir müssen unser Käfer dann nicht mehr trainieren. Ich muss, glaube ich, dann unser Pokémon noch trainieren, unsere anderen. Und hier ist noch ein Trainer. Also die Route ist so gebaut, dass wir gegen die Trainer alle kämpfen müssen. Na gut, bevor ich es wieder vergesse, gegen die anzutreten, mache ich es gleich. Wir haben bestimmt ein paar Trainer jetzt vergessen in diesem Let's Play. Ich glaube, da werde ich nochmal durchgehen müssen. Naja gut, der hat zum Glück nur ein Pokémon. Und zwar ein Sandama, ein Boden-Pokémon. Aber ich glaube nicht, dass es eine Bodenattacke kann, weil Sandama spielt eher auf Schlitzer und sowas. Schlitzer und Sandwirbel. Ja, wie gesagt, Sandwirbel, genau. Also eher auch Volltreffer spielt Sandame. Naja, und Sludge ist nicht sehr effektiv, weil es gegen Boden ist, was mich sehr wundert. Normalerweise ist es normal stark. Jetzt kommt ein Schlitzer. Aber das Gift schadet dem Sandame zum Glück. Und Tackle. Critical Hits. Sehr schön. Besuchen Sie www.youtube.com/. Egal. gleich haben wir das dann da, und zwar noch ein Tackle, ein Tackle. Ich wollte Tackle ja sagen, ne? Genau, Tackle wollte ich sagen. So, und den Engineer hat man besiegt. Geht zurück nach Team Fortress 2
und baue dort ein paar Sentries. Ach Mensch, die Route ist echt so gebaut, dass man gegen die Träne kämpfen muss, alle. Kommen. Wie fies von dem Macher. Und das nach einer Höhle, also. Butterfree, ich habe jetzt keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Dieses Butterfree kann bestimmt Konfusion und das will ich nicht riskieren. So, was kommt jetzt? Duflor. Gloom. Hatten wir ja im Team in der roten Edition, wo ich gespeedet habe. Also einen Giflor. Und es war richtig stark. Am Schluss hat es sogar gegen einen Blizzard von Turtok ausgehalten. Und dann hat es das Turtok mit einem Blättertanz, glaube ich, gekillt, soweit ich noch weiß. Und dann haben wir. Nee, dann hat's. Und das Turtok geschwächt, genau, so war's rum. Dann hat Turtok. Giflor gekillt mit einem Blizzard, glaube ich, oder irgendeine Wasserattacke, keine Ahnung. Und dann haben wir gewechselt zu Taubos und er hat es dann mit einem Flügelschlag beendet. Und damit hatten wir auch unser. Also damit habe ich zumindest mein erstes Let's Play durchgehabt. Mein allererstes Let's Play habe ich durchgespielt damals. Wann war das? Vor einem Jahr ungefähr? Ne, vor einem Vierteljahr oder? Na, vielleicht vor einem Jahr. Ja, vielleicht mehr als ein Jahr. Mal schauen. Ja, mehr als ein Jahr bestimmt, ja. Ja. Okay. Hoffentlich schafft Kiefer das noch, auch wenn Acid nicht sehr effektiv gerade ist. Es ist leider paralysiert und das nervt mich. So, stirb. Mann, das war ein wildes. Ich hätte gar nicht kämpfen müssen. Ah, jetzt müssen wir gegen diesen Spieler hier antreten. I personally think I'm good. Ich persönlich glaube, ich bin gut, sagt bestimmt. Im Originalen würde er sagen, hahaha, bis jetzt habe ich noch nie verloren oder so. Und damals, weil ich weiß sogar noch das Pokémon, was er hat. Oh mein Gott, was bin ich für ein Freak? Ich glaube, der hatte damals einen Voltoball und einen Slimer. Aber ja, ich bin mir nicht sicher. Und hier kommt das Arcani, die Entwicklung von unserem Rex. Aber er hat es zu früh entwickelt. Denn es kann scheiß Attacken bestimmt. Ja, wir sehen es, Rohr und Glut sind Scheißattacken, deswegen. Das hat er bestimmt sehr, sehr früh entwickelt. Tja, also, was lernen wir daraus? Entwickelt eure Pokémon erst später. Das sage ich schon zum over 9000. Mal. Und das hätte ich nicht machen müssen. Jetzt ist unser Kiffer gepsychot worden. Oh nein, was machen wir jetzt? Ich muss Ultrigaria annehmen. Wir haben. Ich muss leider die Acid-Taktik. Ne, die Stunts-Board. Rap hat nur noch 4 AP. Stunsboy, ich glaube, diesen Kampf werden wir verlieren, weil Kadabra ist ziemlich heftig in dieser Generation. So, jetzt haben wir noch Vulcano. Dick, ich grab mich unter. Oh, es kann Genesung, alter Schwede. Ja, also deswegen möchte ich Kadabra auch haben, weil Genesung ist. Ember, jetzt. Jetzt kommt's. Ja, auf jeden Fall werde ich Kadabra haben, aus dem Grund, weil es recover kann. So, ich muss mich untergraben. Das kann knapp werden, wenn er jetzt aber angreift, haben wir verloren, auf jeden Fall. Oh, er hat angegriffen, zum Glück haben wir Schaufler verwendet. Und jetzt! Jetzt halten, setze nochmal Geduld ein, ich meine Genesung. So. Und jetzt muss der treffen. Alter Schwede. Noch nie habe ich solche Kämpfe immer so knapp verloren, also so knapp gewonnen. Das war wieder so ein Over. Ich kann gar nichts mehr sagen. Wir müssen zurück. Auch wenn wir jetzt hier weitergehen können mit unserem schwachen Pokémon. Ich will es nicht riskieren. Zum Glück haben wir hier noch alle Tränen ausgeschalten. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn jetzt ein wildes Pokémon uns nicht fliehen lässt. Bibor. Wenn uns jetzt ein wildes Pokémon nicht fliehen lässt, haben wir sofort einen schwarzen Blick vor uns. Und was kommt jetzt? Hoffentlich lässt uns fliehen nochmal in Bibor. Hat übrigens einen geilen Sprite, muss ich sagen. Auch wenn es in schwarz-weiß ist alles. Richtig cool, die Sprites. Ah, natürlich. Und ich wette, das lässt uns jetzt nicht fliehen. Dieses scheiß Duflor.
Hör auf zu sabbern! Was hast du nur für Manieren? Sabberst hier einfach überall hin. Gut, zum Glück haben wir ja alle bekämpft. Sonst müsste ich jetzt vielleicht gegen einen kämpfen, weil ich wahrscheinlich vergessen würde, ob wir gegen ihn angetreten sind. So, jetzt muss ich... Boah, wir haben schon 35 Minuten aufgenommen. Ich muss langsam mal Schluss machen. Erst einmal Dick und dann zurück zum PC. Welcome to our Pokémon Center. We heal your Pokémon back to perfect heals. Okay, we need your Pokémon. Schnauze. Bin nur hier. Ich bin nur hier, damit du meine Pokémon heißt und nicht zum Quatschen. Gut, dann machen wir im nächsten Part genau das, was wir in diesem Part gemacht haben. Bloß ohne Trainerkämpfe. Bis dann, Leute. Servus.